Und wir sind zurück bei Pokémon Weiß auf der Route 6. So, was haben wir da? So etwas wie ein Pokémon-Netz blockiert den Eingang. Was machen wir da nur? Was machen wir da nur? Tja. Ups. Wir werden es sehen. Ja, nein! Ah, verdammt. Fast hätte ich es geschafft. Ganz knapp. Durchkommen. Weil da könnte nämlich ein Pokémon drin sein, das ziemlich viele B kriegt. Ja, genau das. Das Ohr doch. Das bringt extrem viele P. Und wenn ich das sehe, werde ich natürlich mitmachen. Und es haltet auch ziemlich viel aus. Machen wir Psywelle, ich will einmal wissen, wie viel das abzieht. Das reicht nicht. Jetzt verliebt es mich auch noch. Ich hätte Psystrahl machen sollen, ich hab's schon gewusst. Starvorliebe. Aber jetzt wehrt die Attacke ab. Ich mach gleich Windschnitt. Mir reicht's gleich. Okay, gut. Glück. Bleib, bleib. 1400 EP für einen wildes Drecks-Pokémon. So, sind wir vorbeikommen. Ah, ich wollte da runtergehen. Oder hätte ich Zerschneider oben machen müssen? Das ist jetzt die Frage. So. Es tut mir leid, aber es will unbedingt sterben. Also soll ich dem Wunsch nachkommen, fragt es sich. Und ich werde es tun und werde es umbringen. Das ist einfach Ruhewort. Bring dich trotzdem um, für dass du zweimal hintereinander kommst. Weil der Arena-Leiter macht ja nichts, was ich weiß. Der ist noch immer nicht da, oder? Ja, sah sie. Ich werde auf jeden Fall jetzt einen Schutz mitnehmen, weil das tue ich mir nicht mehr an und heile gleich meine Pokémon. Und versuch oben. Na, aber der Schneider wäre nicht gegangen, weil sonst hätte er es ja gleich vorgeschlagen. Ich weiß leider nicht mehr so genau, wie es weitergeht, aber wir werden es sicher finden, das wird nicht so schwer sein. Was hat denn der? Ah, der hat Bälle. Und Briefe. Dann müssen wir zu dir. Ich hätte glaubt, du hast Attacken. So. Nehmen wir gleich einmal 99 mit. Dankeschön. Weil alle drei Schritte will ich nicht unbedingt kämpfen. Aber da geht's nirgends anders. Oh ja, runter müssten wir noch. Hm, gut, dann gehen wir jetzt einmal runter. Und schauen uns da um. Hallo. In der Nähe der Tiefkühlcontainer findest du ein paar Kinder, die Pokémon fangen und trainieren.
Hallo. Arbeiter teilen sich das Gewicht ihrer schweren Ladung mit Pokémon. Ich bin nur ein Teenager, aber auch mir stehen meine Pokémon helfen zur Seite. Da ist vielleicht nicht so praktisch, dass ich... Okay, da habe ich es Gott sei Dank noch richtig, aber die Handwerker, die werden ganz sicher ein Elektro-Pokémon haben. Wem trainiere ich denn dann? Im Buddy? Soll ich im Buddy weiter trainieren? Weil der ist wenigstens nicht schwach gegen Elektro. Wow, du bist mit deinem Pokémon noch besser befreundet als ich. So, dann werden wir jetzt tauschen. Gehen wir im Buddy nach vor. Und ins Labos lacht mal doch. Weil der braucht auch noch EP. Dann gehen wir sie da wieder an, das tun wir weg. Hallo. Mein Vater arbeitet in der Arena. Ich mache hier gerade ein Spezialtraining. Da haben wir schon das Elektro-Käfer-Pokémon. Dafür haben wir Schaufler. Blöd nur, wenn dann ein Magnetilo kommt. Haha, gerade schreit ins Nichts gegangen. Na okay, okay. Dann mach mal Stärke. Na komm. Das Gestein, oder? Käfergestein. Na, wenn wir Knirscher machen. Hätte genauso wenig Schaden gemacht, okay? Verdammt. Nächstes Mal weiß ich's. Es tut mir leid, Vater. Ich habe verloren. Ich bin so schlecht. Und Barry ist auch keine gute Lösung, ehrlich gesagt. Der kriegt ein bisschen viel aufs Maul. Da haben wir einen Hypertrank. Um kleine Lieferungen kümmern sich meine Pokémon. Größere Lieferungen werden per Schiff versandt. Du kannst dir also jeweils die optimale Versandart aussuchen. Hallo. Ein Helm ist ein unabdingiges Item, um sich vor Schäden oder Verstößen zu schützen. Kann sicher nicht schaden, wenn du deinen Pokémon auch damit ausrüstest. Beulenhelm. Da kriegt der Gegner Schaden. Ein Beulenhelm ist ein echt interessantes Item. Wird einem mit einem Beulenhelm ausgestattetes Pokémon von einer physischen Attacke getroffen, erhält der Angreifer ebenfalls Schaden. Zum Tiefkühlcontainer gelangt man durch die Lücke zwischen den Zaun und die Container hier. Im Mistkübel, oder? AP plus? Ah, das ist cool, dass wir das jetzt schon kriegen. Dann fange ich jetzt an, einmal den Schutz rein zum Pfeffern. Aha, da haben wir noch was. Ein Ether. Tauchball, okay.
Protein, auch nicht schlecht. Und ein Gegner, oder? Gleich bekommst du die Kälte der Tiefkühlcontainer erst so richtig zu spüren. Das Sami. Und hat einen Vegimak. Arbeitet in Eis und in einem Pflanzen-Pokémon mit. Das ist ein Tierquäler. Praktibalkein. Okay, das ist immer im Nachteil. Da muss ich Killer reinholen. Oder nein, nehmen wir noch Fredete mit. Weil da haben wir Flug und Psychoattacken, die beides gegen die Kampf-Pokémon sehr effektiv sind. Aber ein Psycho sollte reichen. Ist ja auch so kalt? Mir läuft es auf jeden Fall gerade eiskalt den Rücken runter. Und in der Hose wird's warm. Oh, der Sharon. Was will er denn? Caro, meinst du wirklich, dass die Typen von dem Plasma da drin sind? Kälte ist ja nicht mein Ding, aber es hilft wohl nichts. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Nervig, nervig. Jo, darum gehe ich einmal als erster da und hole mir eine Herzschuppe. Was will der? Turner hat euch dazu verdonnert, nach dem Plasma zu suchen, weil er Vertrauen in eure Fähigkeiten hat. Hä? Wie dem auch sei, mich beschäftigt irgendwie immer noch, was der Champ gesagt hat. Gibt es für Trainer etwas Wichtigeres, als stark zu sein? Ach, ich kann darüber noch nachdenken, so viel ich will, ich verstehe es einfach nicht. Das nervt, aber wir sollten uns echt mal hier umsehen. Ein Netzball. Ich möchte aber alle Trainer machen. Du kannst hier gerne ein bisschen herumtollen, aber sei vorsichtig, der Boden ist an manchen Stellen gefroren. Es ist also ziemlich glatt. Wirklich? Wenn es kalt wird, zieh dich warm an. Das sagt unser gesunder Menschenverstand. Tyson Grillmark hat er. Der nächste Tierquäler. Aber gegen den haben wir Schaufler. Wieder Praktibalk. Ich setze jetzt einmal die Killerin wieder ein, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Durchbruch. Finte. Zwar nicht effektiv, aber bei der, da ist jetzt auch schon wurscht. Sicher bist du, geh nicht mehr, was, abzurackern? Sicher bist du, geh nicht abzurackern, ist wohl auch eine Eigenart, die uns mit Menschen kacke, weiß ich was. Aha. Was macht ein munteres Kind wie du an einem eiskalten Ort wie diesem? Wie wäre es mit einem Pokémon-Kampf, um dich ein wenig aufzuwärmen? Und der hat jetzt sicher Sodamak. Na sicher. Sicher hat er das.
Wieder der Praktibalk. Komm, jetzt setze ich aber noch Fredette ein, damit es schneller geht. Die mit ihren Praktibalks. Ich meine, ja, sie brauchen es zum Arbeiten, aber warum Sodamag? Warum Grillmag? Warum Wegemag? Das ist mir nicht verständlich. Der Kampf hat mich aufgewärmt, aber mein Herz gefriert. Ob dieser Niederlage. Aha. Siedewasser. Das ist sehr gut. Die Attacke wollte ich nämlich unbedingt haben. Ist zwar spezial, aber sehr stark und das Ziel kann sogar verbrennen. Ja, unbedingt Tackle weg. So, zack. Schutz wirkt nicht mehr. Pech. Hä? Hä? Ach so, okay. Na gut, das war jetzt versteckt, aber. Hallo? Obwohl ich hier im bitterkalten Tiefkühlcontainer stehe, bin ich Feuer und Flamme für den nächsten Kampf. Der hat gleich das Anabolika. Da. Kämpf gegen Nofretete. Au. Wie, wo, was? Der braucht am wenigsten Arbeiten mit den Anabolikaphie. In den Tiefkühlcontainern gibt es niemanden, der so gut mit Eis-Pokémon umgehen kann wie ich. Ja, ich habe kein Feuer-Pokémon dabei noch, was ich schmelzen kann. Der Kuno. Obwohl ich werde einfach hergehen, das mit Killerin einfach zu Ende machen. Weil wir haben ja ein Kampf-Pokémon, das ist alles sehr effektiv und somit tötet man alles gleich beim ersten Mal. Fällt auf den Verhöhner herein. Okay. Macht nichts. Hochmut. Praktibalk, da bleiben wir gleich drin. Der soll, denke ich, keine Chance haben. Jetzt, wo wir schon hochgepusht sind. Auch wenn er im Vorteil ist. Das interessiert unsere Killerin nicht. Ja, genau, One Hit. Wie ich es mir gedacht habe. Ich bin geschlagen. Ich sollte in der Arena von Nevaio City in die Leere gehen. Eisheller. Jetzt wollte ich schon fast zurückgehen, dabei haben wir den schon gemacht.
Lass uns kämpfen. Ich bin schon ein bisschen kalt. Drei Pokémon hat er. Frag die Balken. Okay, verdammte Kacke. Ich werde dennoch Killerin reinhauen. Weil die sich entwickeln kann und Nofretete nicht. Und ich will Killerin jetzt bald oben haben. Genauso wie Slavos, der ein Swadron ist, und der Terrybug, glaube ich, der Buddy. Huh! Weg. Noch ein Praktibalk, und dann hat er wahrscheinlich noch ein Praktibalk. Okay, ein Eis-Pokémon. Gut, das ist mir wurscht. Der hat genauso einen Nachteil und wird sterben. Mir schlottern die Knie vor lauter Kälte. Lieber Dank. Kann man da hinten vorbei? Nein, ist nichts versteckt. Da kommt man wahrscheinlich dann schneller zurück. Oh, jetzt kommt der Sharon, jetzt kommt er. Hm? Was meinst du? Ist da drinnen jemand? Jo, dann wollen wir mal was. Heilst mich wenigstens noch? Was ist los? Willst du dich nochmal umsehen? Nein, ich will, dass du mich heilst. Oh, Team Plasma. Und ein Pokéball. Ihr da! Schaut euch näher um mich. Ich ertrage diese Kälte nicht mehr. Sieh an, ihr hattet euch also tatsächlich hier drin versteckt. Wenn euch übrigens wirklich kalt ist, kann ich euch nach draußen führen. Auch wenn ich keine Lust dazu habe. Die Pokémon-Freunde, unseres Königs befinden sich hier in unserem Gewahrsam. Wir dürfen auf keinen Fall riskieren, dass sie verletzt werden. Also los, Team Plasma, vertreibt die Eindringlinge. Dein Wunsch ist uns Befehl, großer Weiser. Ihr da, ihr Rotznasen, ihr werdet gegen uns kämpfen müssen. Alle auf einmal? Caro, ich würde sagen, wir machen halbe halbe. Jeder von uns übernimmt eine Hälfte von denen. Ja, das werden wir auch gleich machen. Ich werde mich nur vorher noch ein bisschen heilen. Super Trank, da haben wir noch einen Super Trank. So, passt. Den auch noch. Und fertig. Ich gehöre sehr wohl zu den stärkeren in Team Plasma, nur damit du Bescheid weißt. Dann kommst mit einem Kuckmarder. Ich werde das trotzdem mit Buddy versuchen. Ich werde nochmal Kraftschub machen als allererster. Okay, schon. Verteidigung sinkt, macht nichts. Schauen wir, ob Stärke reicht. Jupp, erreicht. Sehr gut. Yeah, 32. Ein Kampf-Pokémon. Und ein Licht. Wir bleiben dennoch drin. Machen aber Schaufler. Oh, ganz knapp. Kopfnuss. Stärke. Dann
Schade, Schaufler hätte reichen sollen, hätte man gleich zweimal stärker machen können. Lang lebe Team Plasma! Ja! Bade entwickelt sich. Wupp, wupp. Jetzt haben wir ein Bisspark. Sehr gut. Die Pokémon, die mit den Menschen kooperieren, machen nach außen hin zwar einen vergnügten Eindruck, doch in Wahrheit leiden sie. Daran besteht für mich kein Zweifel. Okay, jetzt haben wir ein Bisspark, das wollte ich eigentlich. Das heißt, wir können Slavos weiter trainieren, beziehungsweise die Killerin, weil die müssen sich noch entwickeln. Nur Killerin entwickelt sich mit 39, also ein bisschen spät, aber egal. Ich gehöre definitiv zu einem stärkeren Team Plasma, nur damit du Bescheid weißt. Der nächste. Na komm, ich will euch noch vernichten, bevor der Part da so lang wird. Du bist der Stärkere von dem Plasma. Das ist aber traurig. Geniale Pläne werden immer von jemandem sabotiert, damit habe ich gerechnet. Gerade als wir uns in der Nacht vor dem Container versammelt hatten, um all die gestohlenen Pokémon zusammen wegzuschaffen, hat uns Turner den Nervensäge entdeckt und der Aktion ein Ende gesetzt. Auf meiner eigenen Weise gehöre ich zu den Stärksten in dem Plasma. Nur damit du Bescheid weißt. Ach, Gottes Willen, das sind solche Kack-Noobs. Und dann kommt so ein schierches Viech, ein Unratytox. Ich mache einmal Siedewasser. Schaut, dass auch One-Hit ist. Ich weiß nämlich nicht, wie gut wir jetzt spezial drauf sind. Das müsste ich mal nachschauen. Beziehungsweise beim nächsten Level Up. Na, hast du endlich genug? Oh Mann. Ich hab verloren. Seltsam. Irgendwie bin ich auf einmal so müde. Ich gehöre doch zu den Stärksten im Plasma, nur damit du Bescheid weißt. Oh, ein Garnovil. Das ist sehr gut. Weil das wird nicht lang leben gegen meinen Slavos. Da hat es gar keine Chance. Guck Marder. Nein, bleibe ich auch drin. Auch weg, okay. Das Slavos ist schon zu stark, den kann keiner mehr was. Wenn mir jemand das wegnimmt, hole ich es mir auch wieder zurück. Verstehen wir uns? Warum stiehlst du dann an den Leuten die Sachen? So wie ich vor Kälte zittere, war ein Sieg irgendwie nicht zu denken. Sieh einer an, da habt ihr aber ein kühles Örtchen als Versteck ausgesucht. Also dann, Männer, schnappt euch diese Pokémon-Diebe. Alles klar! Los, lauf! Puh! Respekt, ihr seid ja gar nicht mal so schlecht. Also gut, versprochen ist versprochen. Kommt in meine Arena und stellt euch dort der Herausforderung. Mit Leichtigkeit. Ich habe früher die Ziele von dem Plasma überhaupt kein Verständnis. Was für eine Schnapsidee, die Menschen unter die Pokémon voneinander und die Pokémon voneinander zu trennen. Das lief im Grunde darauf hinaus, dass die Pokémon für uns auf dieser Welt nicht mehr existieren würden. Was sind diese Kerle von dem Plasma nur für ein lästiger, bornierter Haufen?
Komm, Caro, hier ist es kalt, lass uns lieber nach draußen gehen. Nein, da liegt noch was, das will ich noch unbedingt haben, auch wenn der Part jetzt schon eine halbe Stunde lang ist. Ewiges Eis, verstärkt Eisattacken. Zack. Vor die Tür gehen wir zumindest noch. Und drauf haben wir auch noch, dass wir noch den Part alles da haben. Heilen, 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 heilen. Da. So, ich heile mal und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Direkt vor dem Pokémon Center. Also bis dann, euer Zlavos. Tschüss, Dankeschön.